Ja, Wels ist Energiehauptstadt. Während der WeBuild Energiesparmesse hier in Wels, wir zeigen euch alle Highlights und es gibt ein Flugtaxi. Los geht's! Ja, ein super Highlight haben wir hier entdeckt bei der Linz AG. Und zwar gibt es hier ein Flugtaxi, das hier eindrucksvoll über den Besuchern schwebt. Ist ja ein irrsinniger Publikumsmagnet, oder Herr Quartaner? Ja, genau, absolut. Es sind jede Menge Leute, also es wird ununterbrochen an der Simulation geflogen. Attraktiv eigentlich, weil die Mobilität in den Städten ja immer ein Thema ist für die Leute. Es gibt Staus, es gibt Wartezeiten und da hätten wir eigentlich eine Möglichkeit, dass man schnell zwei Punkte miteinander verbindet. Ja, genau, dafür ist gedacht, also dass man ganz schnell mit einer Handy-App sich den nächsten Punkt sucht, wo das Ding landen kann. Man geht hin und hebt ab. Genial eigentlich. Ja. Und jetzt gar nicht so arg vom Verbrauch, vom Stromverbrauch. Wir haben uns ausgerechnet ca. 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und das ist völlig vertretbar. Da brauchen größere SUVs, wie sie jetzt aktuell am Markt erhältlich sind, auch nicht weniger. Ist es also auch relativ effektiv, oder? Ja, genau. Und es wird nicht wesentlich mehr kosten, als wir Taxi fort. Ja. Also die Idee hat durchaus Zukunftspotenzial, also kein Wunder, dass da die Linz AG gleich daran interessiert ist, das unter Umständen dann auch im Ballungsraum in Linz einzusetzen. Es wird ja angedacht, nächstes Jahr schon in Linz das Flugtaxi zu verwenden, allerdings noch ohne Personenverkehr, denke ich. Genau, es wird ein Testkorridor eingerichtet. Von den Eckdaten her wirklich überzeugend, 160 km/h kann das Flugtaxi schnell werden maximal und es fliegt völlig autonom, also man setzt sich rein, und bestimmt sein Ziel und dort fliegt es dann hin. Ja, hier sind wir bei dem Raus aus dem Ölstand der Energie AG und einen Super-Deal gibt es auch, einen Photovoltaik-Super-Deal. Wir haben natürlich auch einen Super-Deal für euch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, bitte abonniert unseren Kanal, unseren YouTube-Kanal. Seid weiterhin mit dabei an unserer Seite auf unserer Reise in die grünere Zukunft. Bekommt alle Infos aus erster Hand von uns. Ja, und jetzt weiter im Text. Also bei uns gibt es ganz viele Fragen, besonders zu dieser Schnittstelle zwischen Gebäude und Fahrzeug. Ja. Weil viele Menschen, die kommen und übers Hausbau nachdenken, haben den Gedanken, na, vielleicht ist das nächste Auto ja elektrisches. Und da ist es gut, wenn man schon jetzt überlegt, bei der Garage, was muss ich denn am elektrischen im Bereich Wallbox vorsehen. Deswegen sind das die meisten Beratungsanfragen, die wir hier auch auf der Sonderschau Elektromobilität haben. Es gibt Förderungen, das ist das Schöne. Es gibt Förderungen von der Bundesregierung für die Anschaffung von Fahrzeugen und vom Land Oberösterreich für die Errichtung einer intelligenten Wallbox. Bis zu 600 Euro, 200 Euro kriegt man noch vom Bund dazu. Zweitens ganz neu die Förderung für Lademanagement in Mehrfamilienhäusern und in einem Mehrfamilienhaus ist es ja gescheit, wenn nicht in der Garage zu jedem Parkplatz jeder eigene Wallbox hinbaut, sondern wenn ein zentrales Lademanagement ist und von dort dann die Leitung zum Elektrofahrzeug geht. Und damit eben nicht, wenn alle, sagen wir um 19 Uhr heimkommen, gleichzeitig volle Leistung ziehen, dieses intelligente Lademanagement, sodass die Leistung verteilt wird und am Ende der Nacht, wenn wir dann wieder in unsere Autos einsteigen, dann alle Fahrzeuge vollgeladen sind. Dafür gibt es vom Land Oberösterreich bis zu 5.000 Euro an Förderung. Ja, hier einer der kleinen EMC-Stände am Stand, wo der Elektromobilitätsclub auch Informationsmaterial bereitstellt und auch die verschiedenen Autohäuser und Autohersteller sich beteiligen und zeigen, dass die Palette an Fahrzeugen schon sehr umfangreich ist und für jeden was dabei ist. Und da hat sich Stromfahrzeuge.at auch eingenistet. Ihr bietet ja E-Mobilität zweiradmäßig an. Ja, genau. Hallo, grüß Sie einmal. Grundsätzlich haben wir Elektroscooter, Mobiden und Motorräder. Also alles, was selbstständig fährt, also ich habe keine E-Bikes oder so, ich bin wirklich spezialisiert auf die drei Sparten. Ich bin da sehr qualitätsbewusst, also ich schaue da schon, dass die Komponenten passen. Also wir haben da wirklich, das Kernteil ist ja der Akku bei der ganzen Geschichte, das haben wir da von LG, bei den NIO Mobeds von Panasonic, also das sind wirklich sehr, sehr hochwertige Sachen. Ja. Spätestens, wenn du die Leute dann einmal dazu bringst, dass sie fahren damit, dann leuchten sowieso die Augen und ist jeder begeistert und die Leute wissen das halt einfach auch zu wenig, nur, dass das schon so gut funktioniert und dass das auch lustig zum Fahren ist. Gell? So, jetzt am Stand von Sonnenkraft und Kyoto, hier gibt es Photovoltaikanlagen, Solarzellen überall, wohin man schaut. Der Herr Frühwirt ist bei mir, ihr habt ja ganz viele Produkte in diesem Bereich anzubieten und mit diesem Produkt im Kyoto kann man sogar Auto-Carports und so bauen. Das wäre ja optimal, um dann auch das E-Auto zu speisen.
Genau, wir haben fertige Produkte, also fertige Carports. Wir bauen auch dafür die Glas-Glasen-Module, die man also über Dachrand verwenden kann, wo ein bisschen Sonne durchkommt, wo großteils verschattet wird und auch eine Energiegewinnung stattfindet. Wir haben natürlich auch Photovoltaik-Module, die man am Dach montieren kann, die man in Fassaden integrieren kann, in verschiedensten Formen und Farben. Und wir haben natürlich auch Indachsysteme, die wir anbieten können. Das heißt, diese Photovoltaik- und Solarsysteme fügen sich dann perfekt ins Erscheinungsbild des Hauses ein, also fast nicht vom normalen Dach zu unterscheiden, oder? So ist es. Wir haben jetzt in 14 Tagen auch einen Award, den wir bekommen für diese Anlagen. Okay. Wie gesagt, den kannst du Indach, Aufdach machen in verschiedensten Farben und passt natürlich zum Haus, zum Bild optimal dazu. Wir können es mit silberner Farbe, in schwarzer Farbe, komplett schwarz, silberweiß. Also es gibt alle Möglichkeiten und natürlich auch verschiedenste Leistungsklassen, wie wir das anbieten können. Also wir konzentrieren uns natürlich sehr stark auf die Überschuss-Elektroautoladung. Das heißt, wir wollen schauen, dass wir unsere Elektroautos jetzt in Zukunft natürlich entsprechend mit der PV-Energie ansteuern können. Perfekt. Und dafür haben wir natürlich jetzt die Enomics Wallbox Fronius Optimized Variante. Und mit der können wir sozusagen zweistufig Überschuss laden. Das heißt, ich kann wirklich schauen, dass wenn ich einen Überschuss zusammenkriege, dass ich das auch wirklich mit der Sonnenenergie ins Auto bekomme. Also hört sich alles ziemlich durchdacht an. Das heißt, Leute, wenn ihr plant, ein Smart Home zu bauen oder wirklich eine PV-Anlage integrieren wollt und das Auto noch damit laden wollt, dann kommt am besten auch zu Fronius und informiert euch hier. Jetzt am Stand der EWW-Gruppe und ist natürlich klar, hier ist mein Platzhirsch bei der WeBuild Energiesparmesse 2020 in Wels. Ja, wir versorgen natürlich nicht nur mit Strom, sondern auch mit dem ganzen Thema der Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Und da sind wir sehr gut aufgestellt auf der einen Seite im Gewerbebereich, im Privatbereich, aber auch im öffentlichen Bereich. Und wir bieten da umfangreich Lösungen für den Kunden, aber auch für Gewerbe und Industrie. Wir haben versucht, das Thema Elektromobilität, was relativ breit und umfassend ist, möglichst kundennahe zu präsentieren, weil es verschiedenste Arten von Ladestationen, Leistungen, Lastmanagementsystemen und gibt und das meist für den Endkunden relativ schwierig ist, die richtigen Komponenten zusammenstoppeln. Also haben wir einfach versucht, Packages zu schnüren, um den Kunden die Auswahl einfach zu erleichtern und ein gesamtes Paket anzubieten. Ja, wir sind jetzt bei Moser Solar und das ist ja ein typischer Vertreter dieser kleineren, etwas kleineren Messestände, die hier auf der WeBuild Energiesparmesse Wels vertreten sind, aber wo echt Menschen am Werk sind, die sich stark um das Thema E-Mobilität auch, aber im Besonderen um die erneuerbaren Energien verdient machen. Ihr seid wo beheimatet? Ried im Traunkreis. Und wie viele Mitarbeiter gibt es da? 26. Aufmerksam geworden sind wir nämlich da durch eine BMW i Akkueinheit, die da aufgestellt ist, verkauft sie ja jetzt BMW-Akkus oder wie läuft das? Definitiv, also wir verkaufen BMW-Akkus als stationäre Speicher. Okay. Das ist eine Batterie, so wie sie im i3 auch verbaut war? Genau, sie ist im i3 wird sie so verbaut. Okay. Aktuell gibt es noch neue Batterien, ist aber geplant, dass man Second Life-Themen angreift und als Refresh wieder aufstellt und im Haus weiterverwendet. Also das wird dann bei Firmen und Bereiche eingesetzt, wo wir wissen, dass wir ständig Strom brauchen, dass wir überbrücken und vielleicht auch die Spitzen abdecken können. Also genau. Da passt es. Ich glaube, wenn man diese Spitzen abdecken kann, dann rechnet sich so eine Speichereinheit ja relativ schnell. Ja, es ist natürlich, wenn man Netzausbaumaßnahmen finanzieren muss und sie vor denen mehr oder weniger die Kostenvoranschläge gegenüberstellt, dann weiß man, dass das passt. Vom Mofa über den Roller, über das Motorrad können wir eigentlich alles anbieten. Okay. Produkte, wo wir wissen, der Lieferant macht gute Qualität, bietet auch gutes Service und wo man auch das Ersatzteil kurzfristig zur Verfügung hat. Ja, das war unser Bericht von der WeBuild Energiesparmesse Wels. Viele, viele Highlights, die wir hier gesehen haben. Wir sehen auch, dass sich etwas bewegt, dass immer mehr Firmen für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Energie auch sich ins Zeug legen, Produkte liefern und hier Lösungen geboten werden, auch in Verbindung E-Mobilität, Hausspeicheranlage, Haustechnik. Da gibt es ganz viele Highlights hier auf der Messe. Und ja, lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Mitdabeisein auf unserem YouTube-Kanal. Danke fürs Abonnieren. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt einfach mal drauf und dann auf die Glocke, damit ihr wieder benachrichtigt werdet, wenn es was Neues gibt von uns. Ja, und bis zum nächsten Mal. Go Green mit Style!